Pflanzen. Das ist eine Theorie, die überprüft werden kann. Es ist gefährlich. Es lebe der Sieg der Wissenschaft. Meine Augen neigen sich in Achtung. Meine auch. Sie haben riesige Gehirne und ein fantastisches Denkvermögen, aber sie haben unvorstellbare Angst vor irgendetwas, das macht die Mützens verzweifelt und gefährlich. Sie scheinen sich zu sammeln. Sie sehen tatsächlich alle gleich aus. Bibi. Hören Sie das auch? Sie haben Angst vor unseren überlegenen Waffen. Quatsch, Sie trauern. Es ist ein Begräbnisritual. Jedenfalls müssen wir die Gelegenheit ausnützen und eine Staude klauen. Ich wollte mal lügen, wer wir hier. Oh, gut. Natomi, warum verlassen Sie Ihren Raumanzug? Mein Name James. Blöde Zwillinge, einfach so in der Gegend herumzukalochen. Warum sind Sie so groß und wir so klein? Keine Ahnung. Wir müssen sie begraben, Scheißfliege. Wir haben nichts als unsere Hände. Und es wird eine Ewigkeit dauern. Und die Luft ist so verdammt dünn. Hallo, Maligen. Hallo. Schön, dich wiederzusehen. Ich hatte dich schon vergessen. War es so schlimm? Die Hölle. Ihr habt lange gebraucht. Sag mal, geht ihr dieses Gestöhne und Gefickle nicht auf die Nerven? Ficken sofort einstellen. Ich wusste, dass du dahinter steckst. Hinter allem. Den Vertrag haben alle unterschrieben. Du halte Pfeife. Ja, ich bin ein Bilderhändler. Die Aufnahmen aus dem Container sind sehr gelungen. Und auch die auf dem Planeten hier. Ein paar Verrückte. Vom anderen Ende unserer Galaxis. Haben jeden Preis bezahlt, den ich gefordert habe. Das ist alles. Nein, also, gut der Einfachheit halber, habe ich das Universum in 4 Sektoren aufgeteilt.
einen französischen, einen englischen, einen amerikanischen und einen anarchistischen. Wie alles andere hat das Universum auch schon Krebsschäden. Aber sonst läuft alles wie geschmiert. Leider war ich für meine Versuche auf eine etwas veraltete Technik angewiesen. Die da draußen auf dem Planeten hatten auch Schäden. Es sind meine Brüder, künstliche Brüder. Ich war einsam. Jetzt sind sie friedlich. Sie sind miteinander verbunden. Ja, über die Stauden. Zusammen hatten sie eine unfassbare Kraft. Wir schaffen es nicht. Das Schlimmste ist der Tank. Meine Augen neigen sich. Meine auch. Und wenn wir diese ganze Welt in die Luft jagen? Eigentlich habe ich sie ganz gerne. Ja, früher hätte ich Bäume fällen können. Ich kann sie verstehen. Wir sollten einfach heimfahren. Wir sollten heimfahren. Wir sollten heimfahren. Wir sollten heimfahren. Zu unseren Kindern und im Licht der gehenden Sonne. Unsere Träume pflegen. Ich wünsche allen viel Glück. Goodbye, Mädels. Goodbye, Jungs. Wir sind alle in Gottes Hand. Ach übrigens, wo ist Quistard? Scheißegal, bloß schnell weg von hier. Montag, Mittwoch, Dienstag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ja. Wir schaffen es nicht. Gott ist mir schlecht. Mir platzt der Kopf. Oh Gott, mir auch. Ruhe, verdammt nochmal. Es ist seltsam, aber ich wusste, dass es hier irgendwie enden würde. Ja, die Bilder sind verbraucht. Wir sollten eine Zigarette rauchen. Das wäre vielleicht ganz gut. Diese Zigaretten sind 33 Jahre alt. Es sind die letzten. Oh, es ist komisch. Goodbye zu sagen. Ha, da fällt mir ein, wie ist eigentlich der Vietnamkrieg ausgegangen? Ach, ganz gut. Das ist alles. Ich will gehen. Ich kann dich verstehen. Ich auch, du einsames altes Arschloch. Okay, dann. Goodbye. Warte, was ist mit einer K-E-N-G? K-E-N-G? Ja. Kathedrale der neuen Gefühle. Davor war es eine K-E-E-E. Kathedrale des erotischen Elends. Echt, ich habe es vergessen.
Es gab damals so viele Abkürzungen, die alle mit K anfingen. K, P, D, M, L, K, S, V. Hallo Jungs. Jetzt ist aber endgültig Schluss mit dem Rumgeficke. Wir haben wohl was Ernstes zu besprechen. Wie soll's jetzt weitergehen? Wir müssen eben zu dritt hotzen. Und? In unseren alten, wackeligen Kulissen da draußen. Immer abwechselnd zu zweit. Unsere Augen neigen sich in Achtung. Meine auch. Nehmt ihr mich mit? Es sind nur drei Plätze. Für mehr reicht meine Energie nicht. Nur drei Plätze. Du bleibst hier und schaust zu. Aber... Außerdem stört dein Heiligenschein. Und dein blödes Affenkostüm. Das behalte ich an. Hörst du die Musik? Bin ich schon da? Und wenn ich, will ich auch sterben? Und wenn ich, bin ich schon da? Yeah.